Hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich euch Big Monster vorstellen. Heute möchte ich euch Big Monster vorstellen. In dem Fall ist das vom Autor Dimitri Perrier. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und wird bei Skellig Games erscheinen. Ich hatte die Möglichkeit, das jetzt an einem Tag mehrere Mal zu spielen in verschiedenen Konstellationen. Und dazu gibt es gleich ein paar Abläufe. Also ich erkläre euch die wesentlichen Inhalte. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Gameplay-Sequenzen, wie wir das einzeln gegeneinander spielen, aber auch im Teamspiel. Das ist das erste Video, weil im Nachgang will ich dann, wenn ich es dann noch weiterhin gespielt habe, auch öfters gespielt habe, noch ein weiteres Fazit oder ein weiteres Video dann einfach drehen, damit ihr einen Überblick bekommt. Also so zum Ersteindruck von diesem Spiel. Es ist übrigens für 2 bis 6 Spieler ab 10 Jahre 25 Minuten. Ihr werdet nachher wahrscheinlich auch in Elias sehen, der ist 8 Jahre, also durchaus auch für Jüngere, wenn sie etwas spielgeübt sind, aber auch teilweise auch rein Erwachsenenrunden. Da werdet ihr auch sehr viel Spaß haben, weil es ist ein Plättchenlegespiel, Hektik in dem Fall mit Drafting-Mechanismus. Erinnert ein bisschen an Galaxy Trucker und damit schwenken wir gleich auf die andere Kamera und das seht ihr auch jetzt mal einen Überblick, wie das am Ende aussieht. Aber natürlich am Anfang erst einmal, um was geht's, was muss man denn hier machen? Am Anfang hat jeder quasi 2 Plättchen vor sich, davon sucht er sich eins aus. Das ist übrigens meins, das seht ihr auch teilweise in den Bildern, wie ich es euch einblende. Und das andere wird hier im Prinzip dann draufgelegt. Man hat hier ein Tableau, wo es Pluspunkte gibt, je nachdem, was für Monster man sammelt. Spielt ihr hier auf der Seite, spielt man praktisch gegeneinander, auf der Rückseite als Teamspiel. Aber das seht ihr auch in den Sequenzen. Und jetzt macht man nichts anderes, dass man praktisch einen Stapel nimmt, das ist eine gewisse Anzahl von Plättchen und das hat dann jeder auf seinem Tableau. Man sieht es jetzt einfach mal aufgebaut, quasi für 4 Spieler. So, und das Prinzip ist einfach, wenn man es mal gespielt hat. Man sieht ja hier die Auslage, weil wenn ich dran bin auf ein Kommando, werde ich mir die Plättchen nehmen und suche mir einfach eines dieser Plättchen dann aus. Also total einfach. Und ihr seht ja, es gibt unterschiedliche Punkte, je nach Monster, die ihr sammelt oder wenn ihr Monster beeinflusst durch solche Strahlen, dann werden sie stärker, dann bekommt ihr solche Plättchen oder solche Wüstenplättchen. Aber was nehme ich? Ja, das hängt natürlich davon ab, was ihr sammeln wollt. In dem Fall auch, was eure Vorgabe ist, beziehungsweise was hier in der Mitte gefragt ist. Weil wenn ihr zum Beispiel hier 3 solche Wüstenplättchen dann habt, also vor euch abgelegt habt, solche Plättchen, dann bekommt ihr natürlich auch 10 Punkte. Also ihr bekommt als solche Boni dann in dem Fall. Und so verteilen sich die Plättchen natürlich auch unter den Mitspielern. Das heißt, wenn ihr diesen Stapel habt, und ich mache es jetzt langsam, ihr werdet es nachher in den Sequenzen sehen, wie schnell das Ganze geht, dann nehmt ihr euch quasi ein Plättchen, legt das einfach verdeckt für euch ab und gibt diesen Stapel quasi einem anderen Mitspieler. Ja, je nachdem, wenn das so durch die Blockade abhängig von der Spieleranzahl ein bisschen so gelaufen ist, dann kann natürlich auch sein, dass ihr das wieder bei euch ablegen müsst, weil die anderen Spieler das gegenseitig bei sich verteilt haben. Das heißt, dann lege ich das wieder ab und in dem Moment lege ich das Plättchen hier an. Und jetzt seht ihr wieder das Bild im Hintergrund, wie das bei mir am Ende aussah. Das heißt, die Plättchen lege ich natürlich so an, dass ich zum Beispiel vollständige Edelsteine zusammenkriege oder gewisse Monster aufpimpen kann, wenn sie angestrahlt werden. Dann werden sie nämlich hochgerüstet und dann bekomme ich natürlich noch mehr Punkte. Das heißt, ihr habt einen Blick teilweise hier auf diesem Tableau, aber teilweise natürlich auch auf diesem Tableau, wo ihr natürlich noch weitere Punkte generieren könnt. Wie gesagt, im Einzelspiel geht es darum, dass natürlich jeder Spieler versucht, viele Punkte zu erzielen, weil natürlich der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Und beim Teamspiel werden die Punkte dann verglichen von den Teammitspielern. Also ihr könnt zu 2, zu 4 und zu 6 auch sehr gut spielen. Und dann werden die Teammitglieder die Punkte verglichen. Und der mit den wenigsten Punkten ist dann entscheidend für den Spielsieg oder für die Niederlage. Und da merkt ihr, das Spiel hat natürlich verschiedene Facetten. Hat natürlich zum einen das Plättchen, in dem Fall das Legespiel. Das ist unabhängig von der Spieleranzahl, 2 bis 6. Und ihr habt den Drafting-Mechanismus, der natürlich zu 2 nicht so zur Geltung kommt. Und deswegen brauche ich einfach noch ein paar Partien, um da auch ein bisschen was dazu zu sagen. Aber jetzt haben wir es in verschiedenen Konstellationen dann gespielt. Aber bei mehr Spielern ist natürlich das Drafting, das schnelle, das hektische Element natürlich gefragt, absolut. Wobei, man kann es auch ein bisschen lockerer spielen. Dann muss man einfach schauen, wo man dann den Stapel verteilt. Weil wenn man Plättchen dann einem Mitspieler gibt, dann schaut man natürlich, wem gebe ich denn die Plättchen, was macht
dann entsprechend sind. Und so viel zu ja, den kurzen Infos. In dem Fall, ihr merkt die Tableaus. Hier gibt es übrigens bei Vibe noch mehr Plättchen. Die haben wir jetzt einfach ausgelegt, was den Bereich dann angeht. Ihr habt hier eine Übersicht, wo alles nochmal angegeben ist, anhand Punkte. Also alles ist hier hinterlegt. Aber ich glaube, mit diesen kurzen Eindrücken würde ich sagen, jetzt zeige ich euch die Spielsequenzen, wo wir gegeneinander spielen. Und dann gibt es ein paar Sequenzen, wo wir als Team miteinander spielen. Und dann sehen wir uns gleich zu einem kurzen Fazit wieder. Das Ganze habe ich jetzt aufgebaut oder haben wir aufgebaut jetzt in der Partie, wo wir gegeneinander spielen. Ihr merkt, das Tableau ist so, wenn wir nachher das einblenden in der Partie, wo wir als Team spielen, wird dieses Tableau umgedreht und da gibt es natürlich Teamplättchen. In dem Fall geht es natürlich darum, einzelne Ziele zu erreichen. Das Prinzip ist also das gleiche, nur hier spielt quasi jeder für sich. Das Drafting bleibt erhalten natürlich, ist natürlich ganz anders, als wenn man Teamspieler hat. Das heißt, ich versuche jetzt für mich die meisten Punkte zu machen beim Teamspiel, wie nachher dann sehen werdet in der Gameplay-Sequenz, da schaut man natürlich, dass man hier gegeneinander bzw. gemeinsam gut spielt. Ich glaube, der Prinzip ist wieder klar. Stefan gibt nämlich immer die Kommandos, wenn das losgeht. Das heißt, wir haben hier die Stapel vorbereitet. Jeder hat das Plättchen. Ihr seht jetzt hier meine Perspektive nachher. Mal schauen, wie das dieses Mal läuft. Und dann würde ich einfach sagen, ich stelle ein paar Sequenzen euch zur Verfügung, damit ihr einfach ein Gefühl bekommt, ob das Spiel was für euch ist. Bevor wir aber allerdings anfangen, noch ein paar Hinweise zu diesen Plättchen. Ihr seht ja, wenn man die Plättchen bekommt, es geben natürlich auch unterschiedliche Punkte, wie man natürlich hier dann sieht. Das heißt, man versucht natürlich die entsprechende Landschaft zu bekommen, damit man natürlich auch dieses Plättchen abgrasen kann. Das Ganze spielt sich wie im Teamspiel auch über zwei Runden. Das heißt, ich habe jetzt hier diesen Stapel. Ich werde mir jetzt da ein Plättchen aussuchen, lege es dann vor mir ab und diesen Stapel drafte ich praktisch, also ich gebe ihn quasi irgendeinem Spieler. Das spielen wir so lange, bis quasi nur noch zwei Plättchen übrig sind, dann suche ich mir eins aus und das letzte Plättchen kommt aus dem Spiel. Das zu ein paar Infos, ihr sollt ja einen Überblick bekommen. Der Elias hat schon die Plättchen griffbereit, Stefan gibt aber das Kommando und damit sage ich, oder du sagst, auf die Plätze, fertig, los! So, und jetzt schaue ich natürlich, was mir am meisten was bringt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wem gebe ich es? Und dann gebe ich es einfach mal hier. Ich hätte es auch Elias geben können, aber mittlerweile kenne ich schon ein bisschen die Vorliebe vom Elias. So, das war noch hier bei dir. Vorliebe vom Elias. Oh, und das behalte ich noch verdeckt. Ich kann es natürlich gleich umdrehen. Ihr merkt, ich bin schon gierig. Genau, und Elias hat genug Zeit, weil er muss auf jeden Fall den Stapel hier rüberlegen. Hat also die Möglichkeit, das durchzuschauen, was er behalten will an Plättchen. Und dann, streng genommen, decken wir das auf. Ich habe es jetzt gleich aufgedeckt. Man kann es auch gleich machen, aber je nachdem, wenn man da ein bisschen motiviert oder übermotiviert ist, dann schaut man natürlich erst einmal, dass jeder die Plättchen platziert hat. Das hat jetzt der Elias auch gemacht. Und jetzt, in dem Fall, decken wir es an. Und dann lege ich einfach mein Plättchen an. Also hier, je nachdem, meine Vorliebe hier. Ich glaube, je nachdem, Teamspiel werdet ihr es auch sehen. Jörg hat eine gewisse Vorliebe und das ist einfach, es hat viele Punkte gebracht. Wobei, es kann auch mal nach hinten losgehen. So, und ich kann das natürlich anlegen, wie ich will. So, und jetzt schaue ich natürlich, schaut mal hier, dann seht ihr es. Doch, jetzt seht ihr es. Ich drehe es mal ein bisschen für euch um. So, ich könnte es auch da unten hinlegen, aber schaut mal, es macht ja wenig Sinn. Ich möchte natürlich hier auch Punkte haben. Deswegen lege ich das einfach mal. Ja, natürlich, dass ich mir das abschneide. Ihr merkt, der Elias hat schon Erfahrung. Und dann lege ich das einfach hier oben hin. So, das heißt, ich habe wieder Plättchen oder Stapel von einem anderen. Oh, Kommando abwarten. Ja, Stefan gibt mir das Kommando. Und auf die Plätze, fertig, los. So, und jetzt schaue ich mir wieder die Plättchen an. Und ja, guck mal, ich nehme hier. Komm, ich zeige es euch hier mal in die Kamera. Das sind die ganzen Plättchen hier. Das heißt, das nehme ich jetzt hier. Ganz klar, mal schauen, ob das hier gut geht oder nicht. Das heißt, ich nehme jetzt hier diesen Stapel und den lege ich jetzt einfach mal hier hin. Und ich kriege vom Elias hoffentlich einen super Stapel. Was sagt denn, dass ich Kröten sammle? Schauen wir einfach mal, wie das läuft. Hier keine. Jeder sammelt anders, aber der Elias hat Zeit. Er kann sich jetzt aussuchen und gibt dann mir den Stapel. Und so lange lassen wir praktisch streng genommen, ihr könnt es auch gleichzeitig aufdecken, unser Plättchen noch liegen. Und so läuft das Ganze. Und man schaut natürlich hier von den Plättchen. Wir hätten nach der ersten Runde schon schauen können, macht aber wenig Sinn. Nach der zweiten schauen wir durchaus. Hat schon jemand eine Bedingung erfüllt, ja, um hier praktisch dieses Plättchen zu bekommen. Genau, jetzt decken wir es wieder auf. Jetzt wird ganz großes Gelichter wieder stattfinden, ganz klar. Aber es läuft einfach. Was soll ich machen, wenn es gut läuft? So, auch sehr schönes Beispiel, Elias. Ich drehe es mal rum. Jetzt hat der Elias nämlich auch dieses Plättchen erfüllt und das gibt natürlich am Schluss auch 5 Punkte. Hier gibt es übrigens eine kleine Übersicht. Das seht ihr alles, was es Punkte gibt. Ansonsten könnt ihr auch in der Anleitung, es ist auch teilweise hier
hier angegeben oder an der Anleitung nachschaut und ihr seht hier, wie viele Punkte es gibt. So, und dann würde ich sagen, Moment, ich muss warten. Genau, auf die Plätze, fertig, los. Okay, und wieder ein Plättchen. Ja, und jetzt sagt der Elias Jörg, orientiere dich mal nach anderen Plättchen, das reicht jetzt auch. Hat er ja auch recht. So, das heißt, jetzt suche ich mir andere Plättchen aus. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Hier natürlich auch Monster, wenn man die bestrahlt, dann geben sie extra Punkte. Ich habe die Einzelnen hier noch, die Dreier. Dann nehme ich mal das Plättchen, vielleicht habe ich da Glück, bekomme noch den entsprechenden Partner. Das seht ihr es ja auch hier. Jetzt sieht man es besser. Und den Stapel gebe ich dann einfach hier weiter. Schade, habe eigentlich was anderes vorgehabt, aber da geht's auch. Ja, und ihr merkt ja gar nicht stressig hier. Kröte, da versucht ihr das schon verhindern. Jetzt lege ich dieses Plättchen an. Schaut mal, das ist hier ein Einzel, gibt ja nur einen Punkt. Und klar, ist gar nicht mal so viel. In dem Fall, das lege ich mal hier oben an, weil wenn ich den Partner habe, na, ganz toll. Elias, ich nehme wieder dein Beispiel, aber bei dir läuft es einfach. Wenn ihr nämlich den Partner habt, dann gibt das Plättchen nicht einen Punkt, sondern es gibt gleichzeitig 11 Punkte. Und was hast du dir noch genommen? Hier seht ihr es, das ist in dem Fall das Plättchen und das gibt natürlich hier 5 Punkte. So, und hier seht ihr die Wertung am Ende. Ich werde jetzt parallel auch mal das Bild von mir und vom Elias einblenden. Dann seht ihr auch, wie diese Plättchen aufgebaut sind, wie das Ganze aussieht. Das heißt, ihr nehmt einfach den Wertungsblock und geht einfach die einzelnen Bereiche durch. Das heißt, die Plättchen, die Sonderpunkten, die einzelnen ja, Edelsteine, die Plättchen, die Sonderpunkte, Minus oder Plus, müsst ihr dann zusammenrechnen. Und das ist ja aufgebaut wie die Zeilen für das Teamspiel. Aber hier spielt natürlich jeder für sich. So sieht es aus in dem Fall. Chrisli hat gewonnen in dem Fall. Ich zweiter, Elias dritter, Stefan vierter. So, das war ein Einblick in das ja, Spiel, wie man gegeneinander spielt. Und jetzt gibt es natürlich auch noch die Sequenz als Teamspiel. Also auch dazu viel Spaß. Und damit sind wir bei einer Partie Big Monster. In dem Fall spielen wir mit zwei, in dem Fall Teams, also vier Personen. Das heißt, hier spiele ich, der Stefan spielt hier, der Elias spielt hier, die Chrisli spielt hier. Und jetzt zeigen wir euch das einfach in ein paar Sequenzen, wie das Ganze abläuft. Und Stefan gibt immer das Kommando. Und damit fangen wir an. 1, 2, 3. So, und jetzt schaue ich mir die Plättchen an. Ihr seht es hier parallel. Ich schaue natürlich, was ich brauchen kann und lege natürlich die Plättchen wieder hier hin. Am besten hier rüber oder zu einem anderen Spieler. Ihr merkt, wie schnell das geht. Ey, du hast ein Plättchen vergessen. So, ein Plättchen habe ich verloren, beziehungsweise der Elias hat es gemerkt, das haben wir jetzt wieder zurückgemacht und sagen, jetzt seht ihr, jetzt brauchen wir kein Kommando, weil jetzt geht es ja darum, jeder deckt sein Plättchen auf und legt es quasi an. So, jetzt sehen wir es und plötzlich spiele ich wieder ganz anders, das heißt, je nach Auslage, ich habe jetzt hier ein Wüstenplättchen und man sieht ja auch hier die Wüstenplättchen, wenn ich davon 3 habe, dann bekomme ich auch das Punkteplättchen. Und natürlich schauen die Spieler gegenüber auch, was sie hier haben und quasi jetzt schaut man, bekommt schon jemand die Punkte? Nein, natürlich nicht. Elias, man merkt hier, der sammelt hier jetzt. Ich schiebe es ein bisschen hoch, dann seht ihr auch schon die Plättchen. Das reicht ihm noch nicht. Hier haben wir noch gar keins. Chrisli hat hier quasi das Gebirgsplättchen. Und ja, in dem Fall passiert nichts. Aber Moment, der Stefan gibt wieder das Kommando. Ich will nämlich auch schon hin lange. Und jetzt hoffe ich, dass ich alle auf den richtigen Stapel lege. Und genau, auf die Plätze, fertig, los. So, und dann schaue ich wieder meine Plättchen, was ich denn brauchen kann. Dann nehme ich natürlich das hier und gebe das einfach rüber. Ich hätte es natürlich auch jemand anders geben können. Nee, geht nicht mehr, weil wir beide schon gesetzt waren. Ja, so, und Stefan hat natürlich jetzt Zeit und ich bekomme auf jeden Fall seinen Stapel hier drauf platziert. Hat es jeder gemacht, dann dürfen wir das Plättchen aufdecken. 3 Monster, aber 4 braucht man. Nein, Stefan macht so eine bunte Mischung momentan. Auf Diamanten, wo die Diamanten zusammen sind und der Elias macht ein bisschen Konkurrenz. So, und dann, Moment, Kommando. Genau, gehen wir wieder auf die Plätze. Fertig, los. So, ich schaue mal wieder die Plättchen an. Ich hoffe natürlich, diesmal passt es nicht. Jetzt gucke ich natürlich, was ich weitergeben kann. Und ich will natürlich, sehr schön. Stefan, was? Weil die Plättchen sind gut, die würde ich ihm gern geben. So, und jetzt haben wir wieder alles platziert. Ja. Und jetzt deckt er wieder das Plättchen auf. Und das ist übrigens mein Liebling. Schaut mal hier, das ist mein Liebling. Von dem sammle ich am liebsten viele hier. So mein Liebling, weil wenn ich das sehr viele habe, dann bekomme ich natürlich auch am Spielende richtig viele Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plättchen. Das heißt, wir spielen noch 5 Runden, das letzte kommt dann quasi raus. Das heißt, bei dem Draft, den gebe ich es nicht nach links oder rechts unbedingt weiter, sondern ich kann es jedem Spieler geben. Wer das Plättchen, nehmen wir an, alle sind verteilt und mein Platz wäre frei, dann lege ich natürlich meine auf mein Tableau hin.
Hier seht ihr jetzt die Endabrechnung und jetzt schaut ihr einfach mal auf die einzelnen Zeilen. Da werden die einzelnen Punkte zusammengerechnet. Und ihr seht auf dem Block, wir spielen zu viert. Ihr könnt es auch zu sechs spielen, deswegen auch bis zu drei Teams. So, und das Besondere, jetzt haben wir wieder eine Besonderheit bei dem Spiel. Ihr rechnet die Punkte zusammen für die einzelnen Spieler. Die Teampunkte werden aber nicht zusammen addiert, sondern es wird geschaut, wer das Schlechteste ist in dem jeweiligen Team. Übrigens, wenn ihr fragt, wer diese mickrigen 89 Punkte hat, das ist der J. Ich nenne einfach mal J-Punkt. Jörg! Genau. So, und deswegen hat der in dem Fall für das Team schlecht gespielt. Und dann wird in dem Fall die beiden Teams, die schlechtesten Spieler, beide Teams werden miteinander verglichen. Ja, und dadurch resultiert dann der Sieger. Das war ein kurzer Eindruck zu Big Monster. Ja, jetzt habt ihr einfach einen Überblick bekommen. Ich habe gedacht, komm, ich hau euch gleich mal ein Video dann raus, dann bekommt ihr gleich einen Überblick. Es soll aber noch ein weiteres Video geben, wo ich natürlich noch einzelne Konstellationen noch ein bisschen detaillierter spielen will. Und da waren die Partien, die wir jetzt heute gespielt haben, einfach zu wenig. Aber es soll ja auch ein Ersteindruck-Video sein. Wie gesagt, zu zweit spielt ihr natürlich gegeneinander. Im Teamspiel zu viert oder zu sechs. Da habt ihr Sequenzen gesehen. Aber ihr habt auch gesehen, es funktioniert auch gut gegeneinander. Beispielsweise, wenn ihr zu dritt seid. Das funktioniert natürlich auch. Oder zu viert, wie wir jetzt euch das Ganze gezeigt haben. Je nachdem ist hektisch gefragt. Aber ihr habt gesehen, der Elias hat ja auch mitgespielt. Ja, man schaut natürlich schon, wenn man die Plättchen gibt. Aber das hält sich in Grenzen. In der Teamvariante ist allerdings die Hektik dann doch ein bisschen mehr. Und deswegen erinnert es mich jetzt ja an viele Plättchenlegespiele, die man kennt. Aber hier ist noch Drafting dabei. Und dann noch die Hektik-Variante, wie man es beispielsweise von Galaxy Trucker kennt. Schon ein richtig altes Spiel, aber das ist ein schöner Vergleich, wenn es um diese Momente geht. Weil man baut ja quasi seine Monster und am Anfang denkt man schon, bah, was mache ich denn? Da sind so viele Punkte drauf, auf was spiele ich? Ihr habt einfach so viele Möglichkeiten. Am Anfang habe ich einfach gedacht, komm, ich nehme das jetzt einfach mal. Mal schauen, wie das ist, weil die erste Partie ist wie bei vielen Spielen auch, ist eine Lernpartie. Da müsst ihr einfach schauen, wie ihr bei den Punkten seid. Seid ihr bei 80? Vielleicht seid ihr bei über 100 Punkten. Da müsst ihr einfach ausprobieren und ihr werdet auch in den Sequenzen gesehen haben, ja, der Jörg hat auch seine Frosch Liebe hier gefunden. Das heißt, da habe ich natürlich die entsprechenden Plättchen, aber das heißt nichts, wenn ich die Plättchen natürlich nicht alle bekomme, dann liege ich natürlich mit den Punkten weit weg. Also lohnt sich durchaus auch eine Mischung aus allen Bereichen, die auch auszufahren oder einzunehmen, aber das hängt natürlich auch von dem ab, wie man das Ganze hier spielt. Variabel ist es auf jeden Fall, das heißt, jedes Mal komplette Neukonstellation, was die Plättchenauslage dann angeht und ihr habt natürlich auch diese Teile und sucht euch natürlich Teile raus. Es werden auch vorgegeben, dass man Teile erstmal rausnimmt. Bei 5 Spielern und 6 Spielern kommen natürlich bei weitem noch mehr Plättchen dazu. Muss ja auch der Spieleranzahl geschuldet sein. Und das ist doch sehr variabel. Für wen ist es jetzt aus meinem Eindruck? Ist schon ja, für geübte Familienspieler durchaus ein Spiel, wo es sich lohnt, wenn er da gut mit klarkommt. Aber es ist auch ein Spiel und da freue ich mich drauf. Und deswegen will ich auch ein zweites Video machen. Gerade für die Expertenspieler bei uns im Freundeskreis, die Kennerspieler. Mit denen will ich es nämlich dann auch noch ausprobieren und denen ihre Meinung dann einholen, um natürlich dann nochmal ein abschließendes Fazit zu dem Spiel, vielleicht mit einer Gameplay-Sequenz, schauen wir einfach mal nochmal zu befüttern, so nenne ich es jetzt einfach mal bei den Monstern. Das war kurzes Video, weiß nicht, wie lange das jetzt ging, klar, mit Gameplay-Sequenzen zieht sich hin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wann gibt es das Spiel? Ihr müsst ja mal schauen, also je nachdem, wann ihr das Video schaut, zum Juli 2020, deswegen nenne ich es jetzt einfach mal, sollte das Spiel im Handel erscheinen, schaut einfach mal bei Skelly Games dann rein entsprechend oder fragt dann dort nach. Wenn ihr das Video erst ein paar Monate schaut, dann ist das auf jeden Fall in etlichen Shops verfügbar. Wir hatten auf jeden Fall sehr gefallen. Der Lies ist jetzt gar nicht dabei. Bei ihm kommt es jetzt schon ins Lieblingsregal. Aber jetzt warten wir erst einmal ab und spielen weitere Partien. Und dann sehen wir uns zu einem zweiten Video wieder. Das war's von meiner Seite. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch, ein Abo geben und gerne das Video teilen. Dann spricht sich das Ganze noch weiter rum. Jetzt sage ich aber tschüss. Danke fürs Zuschauen. Wir spielen wieder um Monster. Macht's gut. Bis bald.